So. Huch, Link, dieser Mechanismus scheint sich tatsächlich zu bewegen. Also bis jetzt habe ich nur nichts davon bemerkt, aber sie wird schon wissen. Ach, Mädel. Oh. Oh, hier waren wir vorhin. Was leuchtet da? Weiß ich doch nicht. Nicht das Miasma. Wie heißt denn das Migatama-Dingens? Okay. Wow, schau mal. Hier war ich ja noch nie. Kälteschutz. Ja, ich habe was gegessen. Und jetzt? Ach so. Tja! Jetzt kommt schon wieder das Viech. Blech. Oh, it's so disgusting. The eyes, it's the eyes. Die Augen einfach. Alter, schaut mir in die Seele. Oh, ich habe gar nichts ausgerüstet. So von guten Waffen her, wobei es auch ziemlich wurscht ist. Hier entkommt sie uns nicht mehr. Hinterher. Ich sehe überhaupt nichts. Der Controller macht das. Okay. I'm trying. Ja, okay. So. Ja. Kann ich auch Feuer? Komm den Wirbelwinden bloß nicht zu nah. I will try. Wo ist der andere? Hat er sie erwischt? Ja, ich glaube schon. Ja, ich habe sie ein bisschen erwischt. Das ist gut. The fuck? How did you miss that? Sie plant immer irgendwas, die Königin. Wie sie immer so dasteht. So. Boah! Dude! Wieso machten die so viel Schaden? Ich renne direkt auf sie zu. Oh, wieso macht die so viel? Scheiße, was habe ich denn zum Essen? Oh, sie ist unten am Boden. Ja! Komm schon! Mach. Lauf weg. Scheiße. Ah! Ja. Ich sehe nur nichts. Kleines Drecksviech, Alter. Da. Ah! Oh. Okay, zweite Phase. Ich war so. Nein, weglaufen. Die Sandstürme. Igitt. Ist ja widerlich. Sie hat Gitos herbeigerufen. Wir dürfen uns nicht einkreisen lassen. Das sagt sich so einfach. Oida! Wie sollst du dem Teil denn überhaupt ausweichen? Sie plant einfach unseren Untergang da drüben. Die kleine Bitch. So, 72. Wie kann ich die denn hinfallen lassen, die Olle? Ja. Ich weiß, ich verstehe nämlich nicht, weil einmal hat sie sich hingepackt, ein einziges Mal. Ich verstehe nicht, dieses Viech ist so riesig und bewegt sich so beschissen. Ich komme bis da nicht, ich komme nicht hin. Ich komme nicht hin. Und... Los, 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 los. Er muss den Schädel treffen. Ah, was schwieriger ist, als du denkst. Zumindest für mich. Ah, jetzt ist das schon wieder zu, oder was? Scheiße. Hey! Verdammte Gitos! Ah! Nein, gibt es nicht. Aber jedes Mal, wenn ich schießen will,
Dann hast du deine scheiß Fähigkeit nicht. Und es ist zu. Hau mal ab, alle miteinander. Nee, 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 nee. Hilfe. Können wir die Nester zerstören? Ja. Oida. Jetzt ist es wieder zugangen, Herrst. Das ist ja nicht wahr. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Ach, meine Güte, ist das ein beschissener Kampf. Ja, ich komme ja nicht her. Ja, super. Fuck! What the fuck? Du kannst mich ja mal im Arsch lecken, du dummes Kackvieh. Nein. Mann, den Spruch kannst du dir auch sparen. Also. Und. Zack. Ja. Danke. Ich kann nicht aufstehen. Nein, überhaupt nicht. Und tot. Ich rede natürlich von mir. Ja, danke. Super geil. Die Riesenmotte macht mir, pinkelt mir ins Bein. Oi. Können wir es überspringen? Nicht wirklich. Irgendeins wäre schön. Nein, jetzt ist es wieder zu. Warum? Verdammte Giptos. Gibt es davon etwa unendlich? Ah! Licht! Können wir uns dieses Licht irgendwie zunutze machen? Ja, ja. Alle mal herkommen. Zwei. Okay, okay. Das läuft doch gar nicht schlecht. Komm, komm. Jawohl. Siehst du, es läuft doch ganz gut jetzt. Hoffentlich sterben wir nicht. Warte. Ich muss was essen. Ich esse das da. Ich habe keinen Bock zu sterben jetzt. Nicht so schön. Nicht so schön. Bitte aufhören. Bitte, bitte. Danke. Nochmal. Das letzte. Jawohl. Okay. Wenn jetzt bitte alle herkommen würden. Ich sehe nichts. Ich hab's erwischt. Okay, gut. Alle Giptos sind weg. Ist sie denn? Sie spuckt schon wieder. Nein. Okay. Ah, ist er den weggeweht. Ah, ich kann sie nochmal erwischen. Das musst du ja erstmal wissen. Ich habe ihn mal eingesammelt. Warte, ich brauche eine Waffe. Lauf weg, lauf! Ah! Mädel? Mädel! Ja, dann nicht. Ich sehe nichts. Mal runter. Wo ist sie? Oh, scheiße. Ah! Oh! Los, mach sie fertig. Oh. Jawoll. Feel like a man. I wanna go to war. Yeah. Oh mein. Oh Gott. Mein armer Nacken.
Mein Hund kam zu meiner Hilfe. Ja, braves Baby. Ja. Ja. Ich streichel dich jetzt mit meinem Fuß. Liegt immer so schön. Ja. Unter meinem Schreibtisch, wo ich aufnehme. Nachdem das gewaltige Monster, das sich im Sandsturm versteckt hielt, besiegt hattest, erschien ein seltsam leuchtender Stein. Rieche starrt gebannt auf diesen Stein. Was mag in ihr nur vorgehen? Oh, was mag nur in ihr vorgehen? Mein kleines Baby, was mag in dir nur vorgehen, gell? So. Gib mir alles. Was ist das? Boah, kommt jetzt wieder genau das gleiche wie bei allen anderen? Ja, ja, das tut es. I have to touch it. It's just so pretty and nothing else. Riju, durch deren Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. So, ich habe mir natürlich schon vorbereitet, die Synchronsprecherin von dieser Weise des Donners ist auch die gleiche, die die Urbosa gesprochen hat im vorigen Spiel und im Hyrule Warriors Spin-Off. Und die gute Frau heißt Cornelia Weibel. Und jetzt schaue ich mir mal an, was sie so noch gemacht hat. Keine Ahnung, was sie da für Filme gemacht hat, wo sie gesprochen hat. Es ist ja vollkommen egal, sie sagen ja alle dasselbe, ne? Das den Sandsturm erzeugende Ungetüm war ein Vasall des... Siehst du, sie sagen alle dasselbe, also ist mir egal. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du berührt hast. Dem Mysterienstein. Also sie hat bei... Mysterien? Orange is the New Black... Carol Denning gesprochen? I'm very confused. Es steht hier, Henny Russell als Carol Denning. Keine Ahnung. Und die Bestimmung unseres Volkes. The Rookie? Die Talia Bishop? Die Talia Bishop, die kenne ich aber. Ich glaube, The Rookie Afton Williamson. Keine Ahnung. Das Königreich Hyrule war eben erst gegründet worden. Sie hat in Navy CIS es trat ein Schurke in die der Sheila Addison gesprochen und Navy CIS LA war sie Michelle Boucher, Ninjago Tabitha Saint-Germain als Murtessa. Ich kenne keine einzige davon. Es sagt mir alles nichts, aber ja. Ja gut. Sie kann auf jeden Fall wunderschön sprechen. Sie macht einen toller Job. Cornelia Weibel. Klatsch, klatsch. Ich ignoriere einfach mal alles. Es ist eh immer dasselbe, wie gesagt. So, copy and paste, bro. Ihres Besitzers um ein Vielfaches verstärken. Dann. Mit des Donners zog ich in den Kampf, ausgestattet mit meinem Mysterienstein. Im Hyrule Warriors Spiel, Breath of the Wild Hyrule Warriors Spiel, ist die tatsächlich recht geil zum Spielen. Die Donnerangriffe sind ziemlich cool. Das muss ich auch mal spielen. Ich glaube, ich werde das streamen, aber ich muss mir noch anschauen, wie ich streamen kann. Ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich bin so, muss ich ja Webcam aufstellen. Und keine Ahnung. Da habe ich mir noch nicht auseinandergesetzt mit dem Ganzen. Ich bin so ein bisschen ängstlich davor, alles live zu machen. Nicht lange danach. Nicht lange danach. Von uns, die Weise der Zeit vor mich. Und erlegte uns Gerudo eine heilige Pflicht auf. Naja, man, immer diese Zelda, die allen anderen eine Aufgabe erteilt, ja, und selber macht sie gar... Nein, sie ist eh sehr brav hier in Tears of the Kingdom ist sie sehr brav. In Breath of the Wild war sie auch brav. Da war sie ja die ganze Zeit, hat sie den Gönnendorf zurückgehalten, aber hier ist sie tatsächlich unterwegs. Mein Ritter, mein Link. Gewährt ihm die Hilfe der Gerudo. Die Macht über Blitz und Donner. Dann wird er stark genug sein. Angry. In diesem Augenblick an stand unsere Aufgabe fest. Das ist ein furchtbarer Helm übrigens. Das ist ganz hässlich. Der Dämonenkönig ist unser sehnlichster Wunsch.
Unser Volk trägt die Schande, ihn hervorgebracht zu haben. Ach so, ja, stimmt, ja. Alle 100 Jahre wird ein Mann geboren, der die Gerudo anführen soll. Und Gendorf war halt leider einer davon und ist ziemlich böse. Dass sie an der Seite des Ritters Link in den Kampf ziehen wird. Stell dir vor, du gelobst das so 1000 Jahre vorher und dann ist dein Nachfahre so, ne. Was willst du tun, wenn der Nachfahre Nein sagt? Kannst du nichts machen. Ich meine, zum Glück haben alle ihr Ehrgefühl und so ein Blödsinn, ne? Ich meine, Link steht immer so daneben und ist so, ich habe das Gefühl, das ist eher für sie gedacht als für mich. Vielleicht soll ich einfach gehen. Aber ich muss sagen, Link schaut ganz cool aus mit dem Horn da oben drauf. Mit dem Helm, den er anhat. So wie ich es damals gelobt habe. Ich hab's gelobt, du musst die Suppe auslöffeln. Ja, ja, wir sind fair. Es ist mir vorbestimmt, an Links Seite zu kämpfen? Ja. Oh, sie ist auch so, ah ja. Nun soll ich nicht mehr nur Königin und Weise sein, sondern auch Links Kampfgefährtin? Also, ja, ich meine, so dramatisch will ich das Ganze nicht sehen. Grandios! Der König kann sich schon mal auf was gefasst machen. Kämpfen wir dann eigentlich wirklich alle gegen Gendorf oder ist es dann so wie in so legit jedem anderen Spiel, wo sie sind? Ja, bis hierher kann ich dir folgen, aber nicht weiter. Und dann stehen wir Gendorf so gegenüber und es ist so, tja. Weil in Wind Waker kämpfst du die ganze Zeit gegen Gendorf mit einem Gefährten an deiner Seite. Ja. Ja, im Wind Waker kämpfst du tatsächlich die ganze Zeit mit jemandem gegen Gendorf. Ja, es schaut ja ganz schön aus, aber es ist halt so scheiße. In Breath of the Wild hast du halt so richtig geil, dass alles verbunden ist mit den Fähigkeiten. Und es macht... Hier ist es halt, du rennst... Du versuchst, zu ihnen hinzukommen, sie rennen auf dich zu, rennen an dir vorbei und du bist so, warte, warte, warte. Endlich mal normal große Hände. Und erwischt sie nicht, du musst immer A drücken, bist aber gleichzeitig so scheiße. Der Gegner greift an, ne? Springst über... Also es ist furchtbar mit diesen Fähigkeiten. Ich meine, du kannst sie auch ausschalten, wenn du so bist, ah, es sind zu viele. Da kenne ich mich dann gar nicht aus, wenn zu viele Gegner sind, ne? Aber das Ding ist... Ne. Ich mag die Gerudo-Fähigkeit sehr gerne. Also Gerudo sage ich. Die Geron-Fähigkeit mag ich sehr gerne. Die Gerudo-Fähigkeit hier ist auch ziemlich cool mit dem Blitzen. Und die Sidon-Fähigkeit ist auch geil, mit dem, dass es halt das Schild macht. Und das Ding ist, zum Fliegen ist es halt sehr praktisch, damit du weiter fliegen kannst. Also alle Fähigkeiten sind sehr praktisch, aber ich kann kein einziges richtig benutzen. Gut. Hallo, Ippinch. Mit diesem Ring kannst du meine Macht rufen, wann immer du ihrer bedarfst. Ich was? Ihr habt das Ganze schon dreimal erledigt. Auch einmal dir von Nutzen sein. Ey, Mann. Nun, Zeit in die Stadt zurückzukehren. Du hilfst mir immer sehr brav. Was willst du eigentlich? Du bist eh sehr tapfer. Bist ja auch viel zu jung für den ganzen Blödsinn eigentlich. Der Ladebildschirm dauert immer so eine Minute danach. Ihr merkt es nicht, ich schneide es immer raus, aber ich weiß es. Ich hab's erlebt. Oh. Süß. Es steht so da. Yeah! Ja, da, so, yeah, einmal schön nicken, wunderbar. Gut, freut mich, wir haben auch den Gerudos geholfen, allen ist geholfen, nur mir nicht. Wo kommen wir jetzt als nächstes hin? Link, ja, warte. Mein Dank, dass du mitgeholfen hast, den Stamm von vor Unheil zu bewahren. Mensch, berichte mir, Gerudo berichtet mir, dass mit Auflösung des Sandsturms auch die Gipto-Angriffe ein Ende fanden.
Gewiss wird der Wiederaufbau einige Zeit dauern, doch dank dir können wir endlich wieder an der Oberfläche leben. Jo, im Namen des gesamten Stammes der Gerudo danke ich dir. Oh. Das habe ich doch gern gemacht, gern doch. Doch bei aller Freude über unsere Rettung gibt es einen schmerzlichen Punkt. Wir konnten leider nichts Neues über Prinzessin Zeldas Schicksal in Erfahrung bringen. Nicht ganz, Billa. Billa, ja, fix. Billa plus. Eine Kleinigkeit gibt es, die uns auf der Suche nach Zelda womöglich weiterbringen könnte. Als ich den Mysterienstein empfing, sah ich vor meinen Augen eine Art Vision, in der die Weise der Zeit erschien. So wurde sie von meiner Vorfahren bezeichnet und jene Weise sah der Prinzessin zum Verwechseln ähnlich. Diese Ähnlichkeit, sie lässt sich nicht als Zufall erklären. Eines steht fest, Zeldas Ebenbild wandelt auf Hyrules Boden und Elend folgt ihr auf Schritt und Tritt. Die uns bekannte Zelda und jene Weise aus der Zeit unserer Vorfahren gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Wenn wir annehmen, dass sie es tatsächlich ist, dann muss die Zelda in der Gegenwart eine andere sein. Und wir müssen herausfinden, um wen es sich handelt. Verzeih, Link, aber selbst jetzt, da uns keine Gefahr mehr durch den Sandsturm oder Gyptus droht, selbst jetzt kann ich Gerudo-Stadt nicht arglos den Rücken kehren. Zu vieles ist hier noch zu tun. Doch ich versichere dir, wir alle werden in diesen Gefilden weiterhin Ausschau nach Spuren von Prinzessin Zelda halten. Und auch meine neue Macht als Weise soll dich begleiten. Ich werde alles für dich tun, was ich vermag. Ja, ja, passt schon. Ist schon recht. Schwur von Riju, Weise des Donners. Zeichen des Paktes mit Riju, der Weisen des Donners. Rufe damit den Geist von Riju herbei oder entlasse ihn. Link, du sagtest, du hättest bereits das Dorf der Orni, Goronia und das Dorf der Soros besucht. Damn, du warst fleißig. Im Spätposten sehnt Gerudo sich gewiss nach deinem Bericht, ob du dich nicht vielleicht dorthin begeben solltest. Ja. Mögen deine Wege und dich recht bald wieder zu uns geleiten, Link. Mein Herz wäre höchst erfreut über ein Wiedersehen. Mhm. Ja. Riju aus Gerudo-Stadt geschafft. Wunderbar. Untersuche die vier Regionen. Wir waren in Kakariko immer noch nicht. Um eine Spur von Prinzessin Zelda zu finden, bist du in die vier Regionen gereist, hast die dortigen Phänomene untersucht. Wie sich herausstellte, besuchte auch Prinzessin Zelda diese Region. Mithilfe der Mysteriensteine konntest du in uralten Erinnerungen ebenfalls Zelda erblicken. Vielleicht kann Pura beim Spätposten eine Erklärung dafür finden. Ja, wir sollten die Drachentränen suchen, aber ich werde einfach wirklich zum Spätposten abhauen und mir das Neueste abholen, was es so gibt. Ohne groß hier was nachzuschauen, es ist mir scheißegal. Ihr würdet die Story erleben. Sprich Drachentränen und Main Hauptstory halt. Bis wir so zum, keine Ahnung, mal schauen.